Herbst 1938 im November. Nicht weit weg, nein, nein. Bei uns, da im Maaggräflerland, in Sulzburg, in Müllen, in Kilchen, in Lörrach, da hat die sogenannte Reichskristallnacht stattgefunden. Unsere jungen Hörer wissen meistens davon gar nicht. Denn die Alten sind wenig darauf verpicht, davon zu schwätzen. Sonst fragt der Bub oder das Mädchen zuletzt noch, Großvater, Großmutter, bist du dabei gewesen? Hast du mitgemacht? Ist das wirklich passiert? Selber dabei bin ich nicht gewesen. Aber es ist im November 1938 wirklich passiert. Ja nun, seine Herbsttag 1938 haben ja eine lange Vorgeschichte. Will man es genau nehmen, könnte man Jahrhunderte zurückgehen. Der Hass auf die Juden war keine Erfindung der Nazis. Es hätte passieren können, was hätte wollen. Immer haben die Leute gesagt, der Jude ist schuld. Da hätte es brennen, da sind plötzlich viele Kinder gestorben oder die Pest ist ausgebrochen und vieles andere. Der Jude ist schuld. Ja, und wenn es dann den Leuten wirtschaftlich wieder besser gegangen ist, dann ist auch der Hass auf die Juden geringer geworden. Aber wie sind wieder schlechte Zeiten gekommen. Dann hat es fromme, aber auch dumme Volk wieder die Synagoge oder die Judenwohnungen gestürmt. Natürlich auch mit einem praktischen Zweck. So hat man den eigenen Schuldschein beim Juden können verschwinden lassen. Ja, die Juden sind halt immer nur gerade duldet gsi. Auch bei uns im Ländli. Ganz klar. Die Juden mussten auch an allen verlorenen Kriegen die Schuld sein. Wenn schon das Militär nicht der Sündenbock sein kann, dann doch wenigstens die Juden, gell? Ja, aber im Ersten Weltkrieg da sind doch von 100'000 jüdischen Soldaten über 70'000 für Kaiser und Vaterland gefallen. Ja, ja, davon hat natürlich dann unsere alemannisch-germanische Herrenrasse nichts mehr wissen. Das war ja gerade die falsche Illusion von vielen Juden. Die haben gemeint, warum sollen wir abhauen und emigrieren? Wir haben ihnen doch bewiesen, dass wir Patrioten sind. Wir sind doch Deutsche und Juden zur gleichen Zeit. Nazis haben den Hass auf die Juden zu einer Wissenschaft machen wollen. Rassenlehre und Erbbiologie. Wenn einem das Lachen nicht dort im Hals stecken bleibt, dann müsste man wirklich Leute rauslachen über den ganz wissenschaftlichen Kabis, wo auch die Forscher vom Ländli so verzapft haben. Und wenn man so Bilder vom Göring oder Julius Streicher oder von dem Grossgoschi Goebbels anschaut, dann muss man schon sagen, eine prächtige Herrenrasse. Schon allein vom Aussehen. Aber eben, leider, viele Leute haben es geglaubt, dass der Jude der kranke, minderwertige Abfall von der Menschheit sieg. Wenn du mal Zeit hast, fahr ich mal auf den Judengutsack, auf die Kirche. Das ist nur eine Bronzetafel, wo die Kirche mal Juden sind also vermisst oder starben. Und damals sind also Juden gekommen, die handeln mit Vieh und Sachen. Und alle Mädchen sind in der Ungarn gesehen. Sie sind nicht schlechter gesehen wie der jetzige Viehhändler. Und es sind viel froh gewesen, nicht über die Juden. Denn vom Juden haben sie Geld gekriegt, die geschafft haben. Der Jude hat sich zuerst angeschaut, nicht? Und wer schafft, dem hat er gegeben. Nicht? Und so hat er dann immer zwei Stück Vieh hergestellt, ohne Geld. Und dann, wenn sie auch rum ist, hat er die wieder geholt und ein bisschen kleinere hingestellt. Nicht? Und hat noch 100 Mark auf den Tisch gelegt. Sie sind nicht daheim gesehen. Wo sie heimgekommen sind, sind die 100 Mark da gewesen.
und andere für ihn stehen, immer so Krippeli. Jetzt ist der Jude gekommen, dann noch. Noch, wo er reingekommen ist, hat er gesagt, so, es ist recht, als kommst. Du bist der Liederlichste und hat den Pater nicht rausgeworfen. Nicht. 100 Mark eben nur. Nicht. Und der Jude ist ab und ist nachher wieder gewohnt, hinten rein. Nicht. Und ich sagte, wir wollen gut Freund sein miteinander. Nicht. Und hat noch mal 50 Mark gegeben. Nicht so sind die Juden gesehen. Aber im Anfang, als sie angefangen hat, haben sie auch natürlich mit dem angefangen, haben sie gegen die Juden geschimpft. Und das ist auch so gesehen, dass sie Bauern gesehen, wo im Juden so viel zu zahlen hatten. Aber die Juden haben recht gesehen, das Geld zu gut gehabt. Der hat eine Kehle in den Stall gestellt. Natürlich, wo sie gerne nicht anfangen, schimpfen auf die Juden schimpfen, haben sie aber doch müssen zahlen. Sie haben doch müssen zahlen, verstehst du? Nicht? Vorhin, wenn halt etwas gehandelt wurde, ist, mag sie Kleider oder mag sie Vieh oder auch wenn sie nur Fell gesammelt haben, die war die Jüdli, ein Jude, gell? Ja, mit dem Handel, früher hat die Jude immer meistens gehandelt, ist ja klar. Nicht? Und der Handwerker hat da wenige Juden gegeben früher. Nicht? Und ich habe gegen die geschimpft worden. Nicht wahr? Ich habe ja auch damals die Blech vom Wertheimer gehabt. Ja, warum? Der ist ja billiger gewesen, hat das Blech billiger gegeben als der vom anderen. Und an Rosenthal in Jakobi-Larach war ja auch ein Jude, gell? Und Simon Josef, einer drauf, der Tattler ist, das waren alle Judenkräfte, die Handlungen, die Großhandlungen. April 1933. Das Aktionskomitee für den Boykott des Judentums Kreis Lörrach. Jetzt lesen wir gerade in der Nationalen Heimatzeitung Oberbadisches Volksblatt. Keine deutsche Frau, kein deutscher Mann kauft mehr in jüdischen Geschäften. Kein Deutscher lässt sich mehr von einem Juden oder seinen Hintermännern Waren anpreisen. Kein Volksgenosse lässt sich mehr von einem jüdischen Arzt behandeln oder von einem jüdischen Rechtsanwalt beraten. Wer es dennoch tut, wird der öffentlichen Verachtung verfallen. Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen, es amarschiert mit mutig festem Schritt. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit, die Straße frei. Da bin ich am anderen Morgen, ich habe nicht gewusst bei dieser Nacht, bin ich in Lörrach gesehen und wollte in Rosenthal in Jakobi etwas kaufen. Wie immer, weißt du, so, Oferrohr-Winkel und so, gell? Mein Blech war, ich habe mein Geschäft gehabt. Ne? Und ja, nachher sind sie da, sind ein paar vor dem Ding gestanden. So, weißt du, mit einem breiten braunen Gürtel da, weißt du, die SA, nicht? Zwei Mann dort hier. Was wollen die? Und dann gesagt, ich will ich kann, die sind doch als Zürich. Kaufen sie auch nur beim Kauf, sie im deutschen Geschäft und nicht in Juden, nicht wahr? Nicht bei Juden. Haben wir davor geschickt, Geld. Das Bude ist zugesehen. Da bin ich zum Dingheber, zum Simon Josef. Auch genau gleich, die Gesellschaft, alle zusammen sind vorne drauf gestanden, gell? Aber das Volk ist verblödet gewesen. Schauen Sie mal, eine Frau da unten, die gestorben ist vor kurzem. Die hat alle noch, also das ist noch, das ist schon, ich habe sie nicht mehr kennt beim Doktor. Ja, der Händler, der Rechtmann, hat gemeint, hey, das ist ein Herrgott, der macht alles recht. Ich habe blöd gesehen, los, glaube ich, ist er gewährt, mit Tante. Ja, die ist tot, nicht ich weiß. Der hat ja geäußert, sie traut nicht mal mit meiner Mutter, als Schwester nicht mehr schwarze. So haben sie Angst vor einer geilen Finger. Das sind vollständig verblödet und da hat sie der Käppel und mit der Propaganda so, da liegt so einer geschmiert. Das ist am Mäßig. Fressen. Jetzt loset ihr mal. Das Wort hat nun Herr Gauleiter Julius Streicher. Ein Judenfresser ersten Ranges. Sie Häftli, der Stürmer.
Der ist auch im Markgräflerland von vielen gelesen worden. Wer ist es, der nicht haben will, dass in der Welt Friede sei? Wer ist es, der den Unfrieden unter den Menschen braucht, um selbstsüchtigen Zielen nachjagen zu können? Es ist das Volk der Juden. Es ist jenes Volk, das aufgeteilt in allen Völkern vom Schweiße und der Arbeit der anderen lebt. Es ist jenes Volk, das sich als Verheißung gab, es sei auserwählt, die Völker zu fressen. Wenn man da in diesen Zeitungen, da in dem Zeugs da so rumblättert, da liest man immer wieder von Auseinandersetzungen zwischen den Leuten und der jüdischen Minderheit. Da zum Beispiel an 1848, 1849. Da haben die Müllermer Christenmenschen schwere Steine an die Haustüren von den Juden angehängt. Ein Mann soll zu seinem jüdischen Nachbarn gesagt haben, es macht nichts. Sie schlagen nur die Türen und Fenster ein. Und noch gehen sie wieder. Ja, und 1744 hat Müller an der Markgraf geschrieben, er soll keine Juden mehr auf Müller kommen lassen. Der Grund? Die Juden würden sie aussaugen. Und an 1754, da hat es zu Müller schwer krach wegen dem Bau der Synagoge gegeben. Ja, unseren Altvorderen sind die Juden immer fremd geblieben. Die haben ihre Eigenarten und Traditionen nicht verstanden, auch nicht wollen verstehen. Zum Beispiel, dass ein religiöser Schlachtvorgang vom Schächten, das sei eine grusige Tierquälerei, haben unsere Leute behauptet. Als ob es Totschlag mit einem Bengel fürs Fee humaner sei. Hast du schon mal zugeschaut, wenn eine Sau mit einem Hammer zu Tod geschlagen wird? Also. Und dann war auch immer wichtig, auch in der Nazi-Zeit, was der Herr Pfarrer für eine Meinung hat. Man könnte ja nicht gerade sagen, dass die Pfarrer früher ihren Schulkind sehr judenfreundliche Sachen beigebracht hätten, im Allgemeinen. Und schwer betscht hat es auch im Jahr 1862, zum Beispiel zu Sulzburg. Viele Markgräfler hätten es ganz und gar nicht passt, dass die Juden im Musterländli alle bürgerlichen Rechte kriegen und sogar Beamte werden können. Die Leute haben gesagt, die Juden hätten das noch nicht verdient. Ja, obwohl auf der anderen Seite haben unsere Vorfahren mit den Juden natürlich auch zusammengelebt. Meinst du, dass selbe Müllermer Gesangverein Frohsinn haben um jüdische Psalmen gesungen? Im Repertoire haben doch die genau die gleichen Heimat- und Vaterlandslieder gehabt wie wir auch. Und die Markgräfler Juden haben doch genauso ihre Viertel gefetzt wie alle Leute. Und die Müllermer Juden sind in dem Bereich tätig gewesen, wo sie schon immer drinnen gearbeitet haben, nämlich im Viehhandel, im Rosshandel und im Weinhandel. Zwar die Nazi haben etwas von jüdischen Bonzen gelafert, nur bei uns im Ländli hat es keine davon gegeben. Mehr oder weniger kleine Tante-Heimalädeli, sel. Auf dem Viehmärz Müller an 1935 waren auch die Nazi da. Ein unbekannter Sozi hat damals in den Deutschlandberichten der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands geschrieben. Besondere Aktivität entfalten die Nazis in Mülheim. Einer der Hauptbetreiber in Mülheim ist der Zahnarzt Dr. X., der seinerzeit die Ortskrankenkasse um einige tausend Mark betrogen hat. Die Nazis machen Propaganda für den Plan, den Juden keine Lebensmittel mehr abzugeben. Am letzten Montag war Viehmarkt. Alle Leute, die sich mit Juden unterhielten, wurden durch Nazis fotografiert. Die Bilder wurden vergrößert und in Lokalen öffentlich ausgehängt. Darüber entstand große Empörung. Der Viehmarkt war schlecht besucht,
Die Bauern mussten ihr Vieh zum größten Teil wieder mit nach Hause nehmen. Als besondere Sensation hatte man eine Puppe als Juden ausgestopft, auf die so lange eingehauen wurde, bis sie zerplatzte. Man muss sich fragen, ob wir noch unter Kulturmenschen leben. Antisemitismus im Markgräflerland. Das muss man, glaube ich, dann doch ein wenig näher beschreiben. Ja, und vielleicht kann man den damaligen Antisemiten in drei Gruppen aufteilen. Genau, genau. Die eine Gruppe waren die lokalen Kopfmenschen, also Lehrer, Heimatdichter, Journalisten. Und die haben sich ganz gern und voll überzeugig im Dunstkreis von der völkischen Deutschtümmelei bewegt. Die Säle sind ganz sicher gsi, dass sie zu der besseren Rasse gehören. Die haben auch nichts dagegen gehabt, dass die Nazi alle Juden zum Teufel wollen schicken. Aber eine Wohnung von einem Juden zusammenschlagen? Hey, aber nein auch. So etwas macht man doch nicht. Ganz klar, Leute von dieser Gruppe haben sich in der Reichskristallnacht zu Mühlen und zu Lörrach ihre Hände nicht dreckig gemacht. Und das waren auch die, die nach dem Krieg ihre Hände in Unschuld gewaschen haben und blitzschnell zu Demokraten und Judenfreund geworden sind. Ja, richtig. Und die zweite Gruppe, sie sind die Bauern. Die wollten von dieser Nazi-Ideologie im Normalfall ja nichts wissen. Die haben auch so einen wissenschaftlichen Humbug wie der Mythos des 20. Jahrhunderts vom Judenfresser Rosenberg in die Gläser gehabt. Die Bauern haben einfach diese Einstellung gehabt. Zahlt der jüdische Viehhändler gut, dann bin ich für die Juden. Zahlt er schlecht, dann bin ich ein Antisemit. Natürlich hat der Markgräflerbauer wenig oder gar nichts von der jüdischen Kultur verstanden. Vieles ist ihm sogar unheimlich geblieben. Aber die jüdischen Mitbürger sind halt auch seine Nachbarn. Ja, und ich glaube, man muss auch unterscheiden, nicht jeder Händler mit einem Juden war auch gleich antisemitisch. Das sehe ich also auch so. Jedenfalls nur der kleinste Teil der Markgräflerbauer wäre in jüdische Wohnungen eingegangen und alles zusammenschlagen. Ein ganz gutes Beispiel ist hier Kilchen. Für Drecksarbeit an 1938 gegen die Juden von Kilchen ist die Nazi-Gesindel von auswärts gekommen. Und da sind wir bei der dritten Gruppe der damaligen Antisemiten. Die, die wirklich handgreiflich und rücksichtslos gegen den jüdischen Mitbürger vorgegangen sind. So wie es der Führer hätte haben wollen. Der Pöbel aus der SA und der SS und aus der HJ, der hätte endlich einmal mit den Juden können machen, was sie wollen. Und ungestraft. Auch wenn einmal ein paar Rotzlümmel von der HJ nachher daheim der Ranzen vollkriegt haben. Obwohl, da weiss ich natürlich auch ein paar Herren, die da ganz gern mitgemacht haben bei diesen Schlägereien. Aber zu welcher Gruppe gehört eigentlich die Verwaltung? Die, die im Dritten Reich alles so richtig bürokratisch perfekt organisiert haben. Der Judenhass abgeheftet in Leitsordner. An das Bezirksamt Mülheim. In der Sitzung vom 15. Juni 1938 ist die Frage aufgeworfen worden, ob es nicht zu erwägen sei, gewisse, zum Beispiel mit der Aufschrift nur für Juden in Anführungsstrichen, versehene Bänke diesen vorzubehalten. Hierdurch wird vermieden, dass Arier, bitte wiederhol das mal.
Hierdurch wird vermieden, dass Arier ungewollt und unwissend sich gemeinschaftlich auf einer Bank niederlassen und hierdurch unter den Gästen unnötiges Ärgernis erregt wird. Weiterhin könnte auch die Frage geprüft werden, ob den Juden der Kurpark nicht nur für bestimmte Besuchsstunden freigegeben werden könnte. In diesem Fall könnte die Bezeichnung der Bänke meines Erachtens unterbleiben. Baden-Weiler, den 20. Juni 1938, der Bürgermeister. Also, Herr Bürgermeister, das mit dem Kurpark, das geht nicht. Also bitte, ich lebe von den Kurgästen. Und ich komme aus dem Ausland, da sind auch Juden drunter. Ich kann mir die Gäste nicht aussuchen. Natürlich ist jeder Jude Schmarotzer. Aber sie bringen auch Geld und das ist erlaubt. Die Gäste, die ich habe, Herr Bürgermeister, die kommen seit 20 Jahren. Jetzt, wenn sie nicht mehr kommen, meine Bäder bleiben leer. Soll doch der Herr Kreisleiter Ersatz besorgen. Ich freue mich über jeden deutschen Volksgenossen, der zu mir kommt, wohnen. Und noch etwas. Was für ein Double verzählt umeinander, ich sei kein Hundertprozentiger. Ich zahle alle Beiträge pünktlich. Bei fast keiner Versammlung gefehle ich. Und vom Winterhilfswerk habe ich allmählich so viel Krempel daheim. Ich könnte mal ein Lädchen aufmachen. Und noch etwas, Herr Bürgermeister. Es sollen Stürmer Schaukasten. Muss der unbedingt dort stehen? Es haben sich halt Kurgäste beschwert. Leserbrief aus dem Markgräflerland an den Stürmer. Aus was für Gründen geht jemand ahne und denunziert seinen Nachbar? Er hat mit einem Jud geschwätzt. Lieber Stürmer, wo bleibt der Rassestolz? Die Judengesetze vom Nürnberger Reichsparteitag sind beim Pfarrer von Rötteln auf steinigen Boden gefallen. Obwohl er selbst am Reichsparteitag in Nürnberg anwesend war, haben die erhebenden Stunden keinen Eindruck auf ihn gemacht. Noch heute schickt er seine Pfarrfrau zum Judenknopf nach Lörrach. Die Gewerbetreibenden von Rötteln würden sich freuen, wenn ihr Seelsorger seinen Bedarf bei ihnen eindecken würde, anstatt zu entfernten Großbetrieben und Judengeschäften zu laufen. Die Gemeindemitglieder denken doch auch nicht daran, ihr Christentum zu billigerem Preise en gros zu beziehen. Lieber Stürmer, auf dem Sportplatz des Lörracher Fußballvereins sind große Reklamen dreier Judengeschäfte angebracht. Obwohl sich eine Dienststelle bereit erklärt hatte, die Reklame kostenlos zu entfernen, hat der Lörracher Fußballverein dem Ersuchen bis heute noch nicht entsprochen. Lieber Stürmer, in Lörrach haben einige ausgemusterte Rekruten auf den Juden Bloch aus Kirchen ein Sieg Heil angebracht. Das gibt charaktervolle Soldaten. Lieber Stürmer, in Müllheim verkehren die Juden mit Vorliebe im Hotel zur Post. Der Besitzer dieses Lokals ist der Stahlhelmer Alfred Heitz. Zwei Juden fuhren über den Rhein, da fielen sie beide ins Wasser hinein. Der eine ist ersoffen, vom anderen wollen wir's hoffen.
Jud, spei Blut, speis in eine Ecken, morgen sollst verrecken. So, seid mal ein wenig leiser, bitte. Erzählen wir mal das Geschichtle weiter. Lieselotte, erzähl du mal. Also, der Franz ist mit der Mutter im Wald zum Pilze suchen. Gut, und das wissen wir, da wachsen gute und schlechte Pilze, also solche, die man essen kann und solche, die man nicht essen kann. Lieselotte, was für einen Pilz zum Beispiel kann man denn nicht essen? Lieselotte. Und wir merken uns bitte auch, die Knollenblätterpilze darf man nicht essen, gell? Gut. So, Hermann, lies mal weiter, bitte. Lachend klopft die Mutter ihrem Franz auf die Schulter. Donnerwetter, du bist ja ein ganz gescheiter Junge. Aber nun passt einmal recht gut auf, damit du das auch verstehst, was ich dir sage. Ich wiederhole, es gibt gute und gibt schlechte Pilze. Es gibt gute Menschen und es gibt schlechte Menschen. Die schlechten Menschen sind die Juden. Aber es ist oft schwer, die schlechten Menschen von den Guten zu unterscheiden. Das glaube ich, sagt Franz. Das ist oft genauso schwer, wie die giftigen von den essbaren Pilzen auseinanderzukennen. Recht so, lobt die Mutter. Und dann spricht sie weiter. Ganz ernst ist sie geworden. Die Juden sind schlechte Menschen. Sie sind wie Giftpilze. Wollen wir andere mal weiterlesen lassen? Ludwig, liest du mal bitte. Wenn sie sich auch noch so verstellen, wenn sie auch noch so freundlich zu uns tun und wenn sie tausendmal sagen, sie würden es gut mit uns meinen, so dürfen wir das nicht glauben. Sie sind nun einmal Juden und bleiben Juden. Sie sind giftig für unser Volk. Es ist nur gut, dass man nach dem Krieg seine ganze Nazi-Krümpel eben nicht fortgeheilt hat. Es gibt ja genug Sümpel, die heute behaupten, soll ist doch alles verstunken und verlogen. Und da ist es wichtig, dass man es beweisen kann. Auch Geschichten aus der Vergangenheit sind gut dafür gewesen, um den Judenhass zu schüren. Mit Kasperlet haben hier unsere besten Lokalforscher. Lieblingsthema: der Markgräfler Bauernadel. Also loset. Der Johann Georg Blankenhorn ist der beste Bürgermeister von Obereigene gsi, wo wir je hatten. Gelebt hat er im letzten Jahrhundert. Es ist ein stattlicher Mann gsi, aber sein Auftreten war stets bescheiden, würdig und fromm. Damals, wo an 1850 bei uns die schlimme Hungersnot gsi ist, da hat er bewiesen, dass er ein Mann mit Herz und auch Verstand ist. Die Leute mussten ihr Zeugs versteigern, Häser, Äger, Made. Der, der damals Geld hatte, der hätte schnell reich werden. An vorderster Stelle natürlich die Juden. Die Scheiben haben für ein Trinkgeld alles zusammengekramscht. Wie es den armen Leuten dann geht, das hat die Juden nicht wieder interessiert. Die Schmarotzer haben gemeint, sie könnten ernten, was sie gar nicht selber gesagt haben. Das Elend und die saumäßige Ungerechtigkeit hätte der Bürgermeister Blankenhorn nie mehr können länger aushalten. Und er ist angegangen und hat mitgesteigert. Sein ganzes Wesen hat sich gegen die jüdische Wucher aufbeimt. Er hat die Leute ihre Sache billig verpachtet, sie können auf der Scholle bleiben, und wo es den Leuten dann wieder besser gegangen ist, da haben sie ihre Sache wieder können zurückkaufen. Aber die Leute haben im Bürgermeister Blankenhorn mir in die Hand ihnen versprechen, wir machen künftig keine Geschäfte mehr mit Juden. Es ist damals so Menge historische Blödsinn verzapft worden. Zu diesem Blankenhorn-Märli fallen mir noch zwei Fragen ein. Erstens, woher hat der Blankenhorn eigentlich das Geld gehabt zum Steigern? Und zweitens,
Was soll sel Geschichte überhaupt beweisen? Eben, dass die Nazi-Parole Gemeinnutz geht vor Eigennutz nicht nur ein Propagandaschlenker ist. Ja, da in dieser Zeitung von Müller habe ich auch etwas gefunden. Ich glaube, viele Leute haben damals und auch heute gar nicht begriffen, dass die Sippenforschung nicht nur ein volkstümliches Hobby, sondern ein wichtiges Kapitel der Judenverfolgung war. Wehe denen, wo die Grossmutter oder der Urgroßvater sich als Jude herausgestellt hat. Ein Teil von unseren Hundertprozentigen haben auch böse Überraschungen erlebt. Aus ist gesehen mit dieser Nazi-Karriere in der SS. Man hat da ja zwischen Volljuden, halben Juden und sogar Achteljuden unterschieden. Also ich finde das einfach eine gute Sache, das mit dieser Siebenforschung. Der Staat fördert das überall. Am schönen Tag sind meine Kinder heimgekommen und haben mich nach dem Grossvater und nach der Band ausgefragt. Der Lehrer hat in der Schule gesagt, dass jetzt alle im Dorf einen Stammbaum und ein Familienbuch anschaffen. Da geht man am besten zum Pfarrer, hat er gesagt, und sucht in der alten Taufregister. Ich habe herausgefunden, dass wir bei Gott sogar einen richtigen Offizier in dieser Siebe haben. Das muss man sich einmal vorstellen. Ein Offizier? Gerade mir? Also, der Nachbar ist total verjudet. Bin gespannt, ob der sein Böstchen auf dem Reichsnährstand kriegt. Naja. Also, meine Kinder können den Kopf jetzt ein bisschen höher tragen. Jetzt, wo sie wissen, wer sie sind. Keiner soll die Bedeutung von der Ahnenreihe unterschätzen. Schon wegen der Charaktereigenschaften, die sich immer wieder vererben. Gute Sachen und auch Krankheiten. Wir haben im Dorf eine Familie, die hat schon über Generationen Tuberkulose. Wenn man die Kinder anschaut, alles Schwächling. Wenig in den Arm und wenig im Kopf. Die werden mit dem Leben doch gar nicht fertig. Die dürfen keine Kinder mehr auf die Welt setzen. Das ist erbbiologisch nicht zu verantworten. Und da hat der Gauleiter vollkommen recht, das deutsche Volk muss aufpassen, dass man nicht von Juden und Polaken fremdrassig vermischt werden. Unser Blut muss sauber bleiben. Juden sind halt keine Arier. An der Nase kannst du schon sehen. Gestern ist mein Ältester auf Urlaub gekommen. Er ist bei der SS in München. Ja, nee, Bub. Ein strammer Bursch. Ganz der Großvater. Zu der SS kommen nur die mit dem besten Blut. Das habe ich doch nie gedacht, dass es mit unserer Familie dermaßen aufwärts geht. Das verdanken wir nur unserem Hitler. Die alten Verwaltungsakten vom Markgräflerland so durchliest, dann weiß man schon, wie es unseren Juden gegangen ist. Man hat ihren Besitz verteilt. Zuerst wollten die Nazis, dass die Juden alle auswandern, aber ihre Sachen hier lassen. Zum Nutzen und Frommen der arischen Herrenrasse natürlich. Mit jedem Jahr hat der Staat sich neue Sachen ausgedacht, um die Juden wirtschaftlich und moralisch kaputt zu machen. Juden und Arier haben nicht mehr verheiratet. All die Ehen sind für ungültig erklärt worden. Ja, man hat die Gewerbeordnung so verändert, dass die Juden nicht mehr haben dürfen mit Häusern und mit Grundstücken handeln. Die Juden haben nicht mehr dürfen Mitglied von einer Standesorganisation sein. Absolutes Berufsverbot. Der Besitz der Juden ist sozusagen arisiert worden, was praktisch heisst, man hätte Judes Eigentum unter Zwang für wenig Geld abgefuckert. Und ab 1938 haben jüdische Ärzte nur noch als Krankenbehandler für jüdische Patienten tätig sein. Dann ist es wieder gegangen. Juden haben nicht mehr Auto fahren, Juden haben mir den gelben Stern tragen, Juden haben keine Zeitung mehr haben, jüdische Kinder haben nicht mehr in die Schule.
Juden haben müssen abliefern, ein Radio und Schreibmaschine und Fahrräder. Ja, und dann hat der große fabrikmäßige Massenmord angefangen. Mit deutscher Gründlichkeit hat technisch und verwaltungsmäßig alles bestens geklappt. November 1938, Zmühle, morgens 5 Uhr. In Paris hat ein 17-jähriger jüdischer Emigrant in seiner Verzweiflung einen deutschen Diplomat umgebracht. Unsere Nazi wissen, endlich ist die Gelegenheit da, um im Ausland grossdeutsche Empörung vorzuführen. Im ganzen Deutschen Reich findet die sogenannte Reichskristallnacht statt. Polizei, ein Antrupps und Hitlerbuben verwüsten Synagogen und Wohnungen, plündern und brandschatzen. Viele Juden kommen in die vermeintliche Schutzhaft oder ins KZ. Zmühle, an vorderster Stelle, Kreisleiter Hugo Grüner. Hugo Grüner, damals 43 Jahre alt, geboren in Rödebach, Nazi seit 22, zuerst bei der badischen Hitlersturmabteilung, dann ab 28 in der Organisation Hauptmann Damm, dann SS-Truppführer, später Bürgermeister und Kreisleiter, in der sogenannten Kampfzeit vor 33 mehrfach bestraft wegen Schlägereien mit Kommunisten. Nach dem Krieg ist er wegen Mord an Kriegsgefangenen zum Tod verurteilt worden. Aus der englischen Gefangenschaft hätte er können abhauen. Wahrscheinlich hat er den Rest von seinem Leben unerkannt im Bayerischen verbracht. Mit 7 Mann findet unter der Regie vom Kreisleiter Grüner Zmühle und auch zu Lörrach, Sulzburg und in Kirchen unsere Margräfler Reichskristallnacht statt. Die Vandalen rast Zellmüller mit Nazi-Gesindel in den jüdischen Wohnungen und in der Synagoge. Von lauter Begeisterung ist man aus Versehen sogar in arische Wohnungen eingedrungen. Vergeblich haben die total verängstigten, meist älteren Juden die Haustüren von innen zugedrückt. Mit Äxt und mit Pickel haben die Nazi-Türen eingeschlagen. Das Mobiliar, die Wäsche, das Geschirr, alles werfen sie auf die Strasse. Zwei Frauen haben sich die Schlagadern aufgeschnitten. Auf dem Friedhof wirft man die jüdischen Grabsteine um. Warum? Warum, frage ich, warum machst du mit? Ich? Also das ist so gewesen. Am 10. November hat der Kreisleiter Grüner mich angeleitet. Ich müsste sofort auf Sulzburg fahren, gehe Kleider und Stoffe der Juden dort abholen. Also bin ich mit dem Laster ane. Unterwegs sind mir die Juden entgegengekommen, Polizei dabei, unterwegs, auf Mühle. Als ich dann selber auf Mühle zurückkomme, ist es schon drunter und drüber gegangen. Es muss scheppern, hat der Kreisleiter zu mir brüllt. Und dann hat er gesagt, los, jetzt kannst du beweisen, ob du für oder gegen das Judengesindel bist. Irgendein Segel muss mir angeschwärzt haben. Ja, und dann hast du gezeigt, was du kannst. Mit der Axt bist du dran. Und mit dem Gewehr hast du auch in die Fenster geschossen. Also, das war ein Befehl. Ich habe nur meine Pflicht erfüllt. Ich habe Treue geschworen. Als Beamter, als SA-Mann. Treue im Führer. Für meine Heimat, für mein Vaterland. Bin ich verantwortlich? Hä? Hey, nein, aber auch in keinem Fall. Ihr habt es ja alle nur gut gemeint.
Im August 1948 sind Müllermer Nazi vor dem Schwurgericht Freiburg gestanden und verurteilt worden. Zwischen 3 Monaten und 2 Jahren, abzüglich der Zeit der Untersuchungshaft. In den Zeitungen von damals liest sich die sogenannte Reichskristallnacht aber ganz anders. Da, in der Margräfler Nachrichten, von Müller beispielsweise. Die tiefe Empörung des deutschen Volkes machte sich dabei vielfach in starken antijüdischen Aktionen Luft. In Müllheim wurden an den Häusern der Juden die Fenster eingeschlagen und zum Teil die Wohnungseinrichtungen demoliert. Besonders mitgenommen wurde das Haus des Vorsingers, wo die Juden ihre Zusammenkünfte hatten, seitdem die Synagoge nicht mehr benutzt wurde. Hier, wie in Sulzburg, wo sich ebenfalls die Empörung Luft machte, musste eine größere Anzahl von Juden in Schutzhaft genommen werden. In Kirchen wurde die Synagoge ausgeräumt, weiter wurde die Synagoge in Lörrach zerstört. An vielen Orten und Städten fanden ähnliche Kundgebungen statt, in denen sich der Volkszorn gegen die Juden wandte. Zu der Empörung über den jüdischen Mord in Paris kam in unserem Grenzgebiet die Wut noch hinzu über das freche Gebaren der Juden während der Spannungszeit vor der Münchner Zusammenkunft. Die Nationale Heimatzeitung von Lörrach hat damals geschrieben. Die Synagoge in der Teichstraße war das Ziel der empörten Menge, die ihrer Abscheu über das gemeine Verbrechen verständlicherweise irgendwie Ausdruck verleihen musste. In kurzer Zeit war dieser jüdische Tempel ausgeräumt und dürfte der Judengesellschaft nun nie mehr als Versammlungsort dienen. Um die Juden vor der Wut der Bevölkerung... Wie bitte? Nur einmal. Um die Juden vor der Wut der Bevölkerung zu schützen, wurden diese in Schutzhaft genommen und am Abend abtransportiert. Hoffentlich werden wir bald für immer von diesen Hebräern befreit. In der gleichen Zeitung hast du lesen im Lokalteil, dass der Vater vom Schlager da gestorben ist und in Kander ist das Ludwig-Thoma-Lustspiel der Feinschmecker aufgeführt worden. Ja, was unsere Heimatzeitungen damals geschrieben haben, ist zum Teil vom Goebbels in Berlin verlangt worden. Zum Teil ist es aber auch die echte Meinung vom Redakteur gewesen. Damals, im Herbst 1938, hat das Naziregime im Margräflerland gezeigt, wie es wirklich ist. Einer von seinen Redakteuren, der damals gemerkt hat, wo der Karren herläuft, war der Dr. Fritz Fischer von Mülle. Seine Berichterstattung über die Ereignisse zu Mülle ist für ihn auch zugleich zum eigenen Tiefpunkt geworden. Sell, was er in der Margräfler Nachricht seinen Leser erzählt hat, Sell ist ja alles andere als die Wahrheit gewesen. Ich habe diese Nacht nicht erlebt und den Morgen nicht, aber den Nachmittag. Da bin ich also vor das Haus vom jüdischen Vorsinger. Alperovic hat er geheißen. Ich weiß nicht, ob er Türke war oder sowas. Da hat vor allem die Jugend drin getobt. Das war also hinterher. Aber der Anblick war also schon schauerlich. In diesem Ausmaß habe ich das noch nicht erlebt. Und auch die Bevölkerung, die konnte das überhaupt nicht verstehen. Erstens hat sie gesehen, was für Leute das waren, die das gemacht haben. Das waren ungefähr 5 Leute. Und die konnte sie schon nicht verstehen, dass sie das gemacht haben. Mhm. Als dann hinterher, das habe ich in den vertraulichen Mitteilungen dann erhalten über das Propagandaministerium, dass man schreiben muss, dass dies spontan gewesen sei und die Bevölkerung sich empört hat. Als ich die Sache sah, hätte ich heulen können. Und was ist mit dem Margräfler Juden dann noch passiert? Wir wissen es alle ganz genau. Thank you.
fahrplanmäßigen Güterzug hat man unsere jüdischen Mitbürger in die Todesfabrik gekarrt. Aber sie haben uns alle etwas zurückgelassen. Ganz leise. Aber so, dass es einem fast die Gurgel zudrückt. Nein, wir sind es noch nicht los.